Wir haben im ersten Versuch schon versucht, die Champions einfach machen zu lassen und ich bin einfach nur auf Distanz geblieben. Aber es bringt ja nichts mehr auf zweite Phase. Kein Stress, ich habe halt vom Gebiet auch noch nicht viel aufgedeckt. Wir sind ja nur durch den Port darunter gekommen. Upsala. Maximallevel 792, das ist aber eine komische Zahl für Maximallevel. Dann ist der Abstieg.
viele hässliche Viecher gibt es denn von euch hier? Katana, Weisheit 18. Das sollten wir da mal in Angriff nehmen. Magischer und körperlicher Schaden. Es hat auch nur 40 Stunden gedauert, um ein anderes Katana zu finden. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Die Karte holen. Nein, ich möchte keinen Tipp. Ich kenne dich doch. Nee, kann ich nicht. Oh. Ich hasse es, wenn du instant mit einem Schlag umgenietet wirst. Sehr gut. Michael, geil, ich hab mich gebackt. Kann nichts mehr machen. Und so verlierst du auch Runen. Ich halt ein bisschen abseits von dem.
habe leider gerade keinen Kapital. Ich habe auch nicht mehr viele von den Items, um Runen zu generieren. Ach, der da oben schmeißt riesige Töpfe. Kann man mal machen. Muss mich so... Muss ich mich wohl doch erstmal beeilen hier durch. Haltet bei der Hütte an. Sie sieht auch nicht mehr taufrisch aus. I am Gari, a great sage. In my day, anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the scarlet swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Ah, then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. The rotting sickness that afflicts Millicent has no cure. When the Erdtree flourished, even the demigods could not stave off its effects, despite their nigh godhood. But Millicent's suffering can be ameliorated. For this, you are to find a certain needle. Seek the deep scarlet swamp of Aeonia, a needle made from up. First, its hidden secret will tell you. Finde die Nadel. Und ja, ich habe Bosse ausgelassen in Minen, weil einen Boss davon kann ich nicht töten, weil meine Waffe keinen Schaden an dem macht, die aktuelle. Und auf einen anderen Boss, muss ich sagen, habe ich jetzt keine Lust. Das wird doch nicht dadurch ändern, Dragon, dass du es immer wieder erwähnst. Ach, da ist eins der Bilder wieder.
gegen solche Käferübergröße. Das Ding kann schlagen. Ja, das war die Kristallmine. Da waren wir ja drin. Und da war der Gegner am Ende doch das kristallene Vieh, was ich nicht beschädigen konnte. Was sie immer gedreht hat. Oder es war dieser Leviathan. Ich bin gerade nicht 100% sicher. Hier geht, bin inzwischen sehr viel stärker. Das stimmt nicht, Dragon. Ich bin hier nicht rausgeportet. Beziehungsweise ich bin hier reingeportet, ja, aber ich habe die Mine ganz normal von Anfang bis Ende gemacht. Wobei es hier wieder eine Rune ist, ist merkwürdig. Aber da vorne ist gleich die Leiter. Die ich schon habe runtergelassen habe damals. Wir sind Rechtsgegner.
komm wieder. Hier hüpft jetzt gleich links einer raus. Hier oben zwei habe ich ja auch schon gemacht, aber gab es ja Loot. Deshalb ist der Leviathan oder ist der Kristalltyp, der sich immer dreht? Ach nee. Der war das. Vor allem total witziger Anfangsangriff. Und bei dem war ich drin. Wahrscheinlich hast du dich früher rausgeschlichen aus der Mine. Aber hier ist das nicht gewesen. Naja. Ich weiß aber, dass der nicht ohne war und deshalb lasse ich den auch erstmal gewähren. Irgendwo in der Stadt wird ein Siegel gebrochen. Wundervoll. Oh mein Gott! Dämliche Geister. Ach, ich hätte vielleicht doch bei der Gnade mich wiederbeleben sollen. Ich habe keine Ahnung, wo der Marikas Pfahl ist. Noch am Anfang der Stadt.
Wo sollen das andere Siege sein jetzt? Du bist der Typ, der mich die ganze Zeit schon verfolgt. Die Flamme brennt aber immer noch. Ich gerade nicht rausfinde, welche magische Siegel ich gebrochen habe. Lass doch erstmal einfach alle öffnen. Namens Hawkey, dämliches Pferd. Also nicht Hawkey ist das dämliche Pferd. An sich könnten die auch einen Jump'n'Run mal machen.
Okay. So, ich weiß, ein Siegel war hier hinten. Nee. Bin ich doof? Ach, ganz hinten, noch ein weiter.